Die Nied-Gruppe, ein führender Hersteller von Technologien für den Gesundheitssektor, präsentiert die POS. Ein System, das intelligentes Management von Zugangsberechtigungen, Wegläuferschutz, Notrufsystem und Lokalisierung im Hause erlaubt. Speziell entwickelt für Anwendungen in den verschiedensten Pflegeeinrichtungen. Zugangsberechtigung. Wenn ein Nutzer, Patient oder Betreuer einen speziellen Bereich betritt, erkennt das System sofort die im Armband gespeicherte Konfiguration. Die Tür öffnet sich oder bleibt verschlossen, je nach Berechtigung. Wegläuferschutz. Sobald der Nutzer einen überwachten Bereich betritt, schickt der Armbandsender einen Alarm an den tragbaren Empfänger Trix der zuständigen Pflegekraft. Trix zeigt an, wo und durch wen der unerlaubte Zutritt erfolgte. Damit ist eine schnelle und effiziente Reaktion möglich. Notrufsystem. Sollte ein Nutzer, Patient oder Betreuer Hilfe benötigen, sendet er über den Notrufknopf einen Alarm an den tragbaren Empfänger Trix der zuständigen Pflegekraft. Trix zeigt an, durch wen und wo der Alarm ausgelöst wurde. Smile-ID erlaubt verschiedene Arten von Alarmtypen, je nach Art der Aktivierung. Damit können situationsgerecht gezielt bestimmte Personen oder Personengruppen angesprochen werden. Lokalisierung im Haus. Das System kann so konfiguriert werden, dass eine automatische Positionsänderung gesendet wird, sobald ein neuer Bereich im Haus betreten wird. Die Positionen werden im Managementsystem gespeichert und erlauben eine schnelle Lokalisierung des Nutzers. Mit DPOS können damit Bereiche eingerichtet werden, in denen sich der Nutzer unter einem Höchstmaß an Sicherheit frei bewegen kann. Das System besteht aus DPOS, Smile oder UDAT-Handsendern. DPOS erzeugt ein Niederfrequenzfeld und damit überwachte Bereiche. Jeder programmierte Smile-ID-Sender bietet individuell eingestellte Zugangsberechtigungen. Der Sender kann daher sowohl von Bewohnern als auch vom Personal der Pflegeeinrichtung genutzt werden. UDAT wurde speziell für Personen mit eingeschränktem Denkvermögen entwickelt. UDAT hat ein besonders festes Gehäuse und einen Verschluss, der nur durch die Pflegekraft geöffnet werden kann. Smile-ID und UDAT sind wasserfest und können auch beim Baden getragen werden, sodass die Verfügbarkeit jederzeit gewährleistet ist. DPOS verbessert die Lebensqualität all derer, die in Pflegeeinrichtungen leben oder dort betreut werden, erheblich.